Fanamagulisen, what's up, ladies and gentlemen? Willkommen zurück zu einer neuen und für den März abschließenden Folge von Conan Exiles. Schön, dass du wieder dabei bist. Hey, wenn du das erste Mal hier bist, lass mir einfach mal direkt ein Abo da und ich wette, ich krieg dich überzeugt, dass es sich gelohnt hat, okay? Ich liefere immer gute Qualität, meiner Meinung nach, und die von den Leuten, die ich gefragt habe. Kleine Umfrage gemacht, ist ja auch egal. Und ich würde mich sehr über ein Like freuen. Ja. Zudem fände ich es geil, wenn du der Discord-Community beitrittst, damit du Teil meiner Community sein kannst, wir uns auch ein bisschen unterhalten können. Und ich mag eine aktive Community. Das ist viel besser, als 1 Million Abos zu haben, wo nur 2 Leute schreiben. Also, wenn du Bock hast, tritt im Discord bei. Du hast keine Verpflichtung, nix. Du bist einfach mit vielen netten Menschen dort zusammen. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten einfach anschreiben. Irgendwo findest du mich schon. Gut. So. Ach ja, und auf der Kanalinfo glaube ich auch. Nun ja, jetzt gibt's erstmal das Intro und in der heutigen Folge machen wir so einen kleinen Abschluss-Run. Wir raiden nochmal das Degeneratengehege. Das ist eine Höhle vor uns. Vielleicht gehen wir sogar mal zur Spinnenkönigin. Das wissen wir noch nicht. Wir testen auch so ein bisschen gerade unseren Kampfstil durch, weil einige Bosse haben wir ja schon besiegt. Aber eben noch nicht alle. Nun gut. Jetzt gibt's erstmal das Intro und dann geht's los. Bis gleich. Lebst du schon? Ja, ich bin da. Ich gehe schon mal zur Höhle. Bring mal die Panther mit. Ah, scheiße, meinen muss ich mir selber holen. Schade. Hey, wieso rennt denn da? Wieso rennt der da gegen die Mauer? Okay. Komm mal aus dem Stein raus, mein Jung. Das waren aber die Kleinen, wo waren denn unsere? So. Nicht mehr folgen. Gucken wir mal, was hier rauskommt. Vielleicht brauche ich das, den Panther auch gar nicht. Das war ja dein Geschenk quasi. Ich finde deinen gerade auch gar nicht. Ich sehe nur deinen. Oh, nice. Ein Mächtiger ist dabei rausgekommen. Nice, den nehme ich. So, warte. Was heißt warte? Nee, nicht du. Ja, irgendwie doch du, aber irgendwie auch nicht du. Alles klar, voll verstanden. Jaguar. Nice, weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe total nicht auf den Knopf gedrückt. Egal. Welcher Knopf? Den Aufnahmeknopf. Alter. Warte. Starte ich halt ab jetzt. Läuft. Mach du also, mal. Also wer den Anfang sehen will, soll mal bei dem Wölfchen starten. Ein Anfang, wo du nicht mal Hallo sagst? Was für ein unfreundliches Biest. Kann ich ja noch davor schneiden. Hallo an alle die Unglücklichen, die auf ihrem Kanal zugucken und ein so unfreundliches Mädchen haben. Nein. Ja. Du weißt ja gar nicht, wie mein Anfang wird. Ja. So. Mhm. Oh, schön sieht er aus. Ich hab meinen Begleiter. Okay. Wie gesagt, meiner ist irgendwie hops gegangen. Der steht hier nicht mehr davor. Natürlich steht er nicht davor. Du hast sie eben alle verscheucht. Die stehen hinten am Stein und um die ganzen Dinger rum. Ja, die kleinen Panther, die stehen hier. Ja, hier steht er da. So. Hier stehen 3. Ja, der da steht, ist deiner. Ich habe ihn nicht Rigor genannt. Irgendwo steht er, wahrscheinlich irgendwo im Haus festgebackt oder so. Ach, hier unten. Hier. Nein, das ist meiner. Hä? Deiner steht doch hier oben. Ja, nimm den ruhig. Ich habe ein neues Spielzeug. So, gut, dann nimmst dann töten. Du das neue Spielzeug. Ich will's nicht machen. Das war dumm.
Er haut ihn einfach mal aus dem Bild. Alles klar. Okay, du machst wieder wunderbare Erfahrungen, höre ich. Ja. Da wir Kristall brauchen, ist diese Höhle quasi sowieso der erste Anlaufpunkt. Leicht hätten wir eine Fackel mitnehmen sollen. Oh, sie... Ach, das Degeneratengehege. Ich weiß jetzt auch wieder, warum mir das so bekannt vorkommt. Weil du den Spruch öfter im Leben hörst? Nein, du hast dich doch im letzten Guide über den Namen aufgeregt, glaube ich. Ich rege mich nie auf, nur über das, wie ich es ausspreche. Okay. Oh. Also es wäre schön, wenn man hier mal ein bisschen mehr Kristall kriegen könnte, als immer nur einen gleichzeitig. Jungs? Danke. Ach, das findet sich schon wieder, dein Tierchen. Irgendwo muss es ja sein. Es kann nicht einfach despawned sein. Ja, ich wüsste auch nicht, warum er gestorben ist. Sag mal, wie sammelst du das denn? Ohne Ausrüstung mit E. Wie Pflanzenfasern. Ach so. Wusste ich gar nicht. Sieht voll dämlich aus, wie du das machst. Aber genau wie ich. Genau. Heute sehen wir einfach mal ein bisschen dämlich aus. Ja, wie viel habe ich denn jetzt? Oh, ich muss ja aufpassen, weil ich ja nicht so eine hohe Belastbarkeit habe. Ich habe nur 300. 134. Boah. Geht das auch schneller? Ja, geht auch schneller. Wenn man mit der Pickel draufhaut. Ich habe jetzt mal die Axt genommen, aber Pickel könnte auch klappen. Die sterben mit einem einzigen Schlag, also da musst du dir keine Gedanken machen. Tiere, geht vor. Tiere wieder dazwischen rennen. Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Mhm. Deswegen konzentriere ich mich hier gerade aufs Abbauen. Ja, ist eigentlich sinnvoll. Die gehen jetzt sowieso so lange amok, bis alles im Umkreis tot ist, also warum soll ich mich da einmischen? Achso, da hinten ist noch genug. Geh ich einfach hier hin. Wieso beleidigt das Kind? Ich vermisse das irgendwie. Warte mal, doch, die haben auch Inventar, die Tiere, ne? Ja. Das heißt, wenn ich gleich voll bin, kann ich das denen auch reinlegen. Ja, kannst es denen frontal reinschieben. Mhm. Aber ja, das war, glaube ich, ein kurzer Raid, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man mit dieser Höhle macht. Ich glaube, die ist nur zum Holen von Kristall. Vielleicht ein bisschen Dämonenblut. Ja, aber muss auch mal sein. Aber ich sehe hier einfach keinen Mehrwert sonst. In diese Gänge hier kann man nicht rein, glaube ich. Nö. Und hier ist jetzt auch kein Gegner mehr. Hier ist auch kein Eingang mehr. Also ich glaube, das ist echt nur so eine Kristallhöhle. Und ich kenne mich ja schon mit dem freaking Spiel aus. Wobei ich ja auch immer was Neues lerne. Ich lerne zum Beispiel, wir hätten schon ganze Zeit der Ketos Festmahl machen können. Aber ich wusste nicht, wo man Absinth herbekommt. Okay, falls ihr euch gewundert habt, was er gesagt hat, der Ketos Festmahl. Hä? Discord hat gerade abgebrochen. Ach so. Kannst du noch laufen, Rigor? Du bist zu nah dran. Ich wollte nur gucken, weil ich weiß ja nicht... Ich glaube, die ganz Kleinen müssen wir halt wegtragen. Die können wir nicht mehr sammeln. Hat der überhaupt so eine Belastbarkeitsgrenze vom Gewicht her? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ja, ich sehe nämlich jetzt gerade auch nicht. Deswegen habe ich das gerade getestet, weil ich dem 460 Kristall in der Tasche gepackt habe. Meiner hat 2600, also... Ja, dann. Sollte doch erstmal reichen, ne? Wenn man aus der Höhle kommt, wird man einfach begrüßt von so einem fetten, gelben Licht. Ich bin blind. Okay, also... Das war jetzt noch nicht so wirklich eine interessante Folge. Und ich habe vergessen, wofür der Kristall war. Moment, was wollten wir als letztes bauen? Hey, ich bin diejenige, die das immer vergisst.
Mag sein. Also was wollten wir als letztes bauen? Wir wollten das für die Witch Queen. Was war die Pfeile? Ja, warte, ich mein die Pfeile durch. Nee. Aha, mein Helfershelfer kommt mit. Ach, ist egal. Pfeile, so, was braucht man denn da? Welcher Pfeile war das denn? Irgendein Pfeil war mit... Nee, für Drachenpulver. Ach genau, Drachenpulver mit dem Drachenpulver dann die Pfeile. Und dann für Sprengpfeil, wo ist meine Katze da? Apropos meine Katze, ich muss gleich mal zu meiner Katze. So, das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen Crystal reintun, ein bisschen Crystal Meth und so. Mhm. Ja, einmal schön durchpusten. Das werden hochinteressante Pfeile. Oh, so viel Stahlfeuer kostet das. Oh, das wird ein teures Pulver. Haben wir doch nicht mehr so viel. Doch, über 150, aber das Pulver kostet 75 Stahlfeuer. Mhm. Heftig. Damit gehen uns effektiv pro Pulver 75 Stahl verloren. Das ist krass. Da fragt man sich doch glatt, ob sich das lohnt. Naja. Du musst das so sehen. Wir könnten die Schwefelgruben raiden. Wir könnten noch so vieles raiden. Denn wenn wir das machen, kommen wir an eine Menge Schwefel. Und damit kriegen wir auch eine Menge Shit gebacken. Warte mal, ich tue das Pulver erstmal hier oben mit rein. Weil daraus kriegen wir jetzt effektiv zwei Pfeile. Juhu. Wobei ich nicht weiß, ob es wirklich nur zwei sind. Vielleicht ist ja irgendwie, wenn ich einmal anklicke, dass sie so einen 10er-Stack macht oder so. Ach, von mir aus können wir es mal probieren. Kriegst du mal die zwei Stahldinger? Ach, scheiße, ich komme nicht mehr durch. Und zwei Eisenpfeile. Den Rest müsste ich hier in der Kiste haben. Was meinst du mit den zwei Stahldinger aus dem Kessel? Obere Kiste. Neben dem Kessel. Mit zwei Drachenfeuer. Und ich brauche, warte mal, für deinen Pfeil. Ich brauche Eisenkopfpfeile, Teer und das Drachenpulver. Das ist alles bei dir da hinten. Eisen. Wobei Teer müsste ich hier haben. Teer habe ich hier. Also Eisenkopfpfeile, wenn wir haben. Ansonsten baue ich jetzt welche. Ne, wir haben 98. Ey, wir könnten auch Ölpfeile mal ausprobieren. Ölpfeile und dann anzünden? Ja. Ich kann dir auch mal stumpfer Pfeil bauen. Wenn du den Gegner in den Kopf schießt, das ist genau wie mit einer Stahlkeule schlagen. Dann haust du sie um und sie schlafen. Ich wollte gerade sagen, das ist eher sehr schmerzhaft mit einem stumpfen Pfeil. Wo war der Teer? Weißt du was, dann schmeiße ich hier gleich mal Äste und Eisenbarren rein, dann baue ich das stumpfe Pfeil und dann lenke ich die Witch Queen ab und du schießt die an den Kopf. Dann ist sie ausgenockt, oder? Und wir hauen sie einfach um, wenn sie am Boden liegt. Richtig ehrenhaft eben. Wir Ehrenlosen, ey. Wo ist denn jetzt meine Katze hin? Lass das doch mal ausprobieren. Nun ja, also ich sehe sie gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Bring mal das Zeug zur Werkbank. Ich guck mal in der Zeit, wo das Kätzchen ist. Hä? Wo ist der denn? Hä, der hätte mir doch jetzt nachlaufen müssen. Hier, läuft er. Hinter dir. Hübsche Augen. So, dann schmeiß mal alles rein. Wo hab ich den denn jetzt? Zimmermann? Ja, nee. Doch. Doch? Das ist irgendwie so ein bisschen verwirrend. Naja, so, er arbeitet aber mit Holz, hab also. Habe ich alles drin. Ach so, okay. So, ich mach mal zwei, mal gucken, ob nur zwei rauskommen oder ob ein paar mehr sind. Ja, immer ein 10er-Stack, habe ich ja gesagt. Okay, dann haben wir jetzt 20 Sprengpfeile. Ach doch, 20, okay. Ja, wenn wir jetzt noch Eisen und Äste reintun, dann Äste kann ich holen. Ist die letzte Folge im Monat, wa? Oh, so weit ist es schon. Dann haben wir schon ein Quartal abgeschlossen. Quasi. Oh.
So, nachdem wir jetzt wissen, es kommen immer 10 Pfeile, wäre es natürlich total dumm, jetzt auf 400 zu klicken. Aber... machen wir mal 10, das sind 100 Pfeile. Ich glaube, so viel braucht man schon, um jemanden auszunocken. Schätze ich jetzt einfach mal. Was haben wir noch? Leuchtfall. Ich weiß nicht. Guck mal bitte in der Alchemistenkiste. Ich weiß nicht. Entweder neben dem Kessel oder die neben der Tür, da wo auch Sprengsätze und so drin. Nee, ich glaube neben dem Kessel. Da müsste leuchtende Essenz sein. Dann schaue ich mal, was wir vielleicht noch bauen können in der Zeit. Ein Heilpfeil, wenn du möchtest, geht auch. Da brauche ich nur eine Wasserkugel, die ist auch in der Kiste und Aloeblätter. Elfenbein haben wir, glaube ich, nicht. Warte mal, leuchtende Essenz. Oh, doch, haben wir. Also alles beim Zimmermann rein. Ja. Das hätte ich auch nie gedacht, dass wir das mal dafür brauchen. Aloeblätter auch? Ja. Also Elfenbeinpfeil braucht noch Stahlbarren. Ach so. Gut, dann hat er halt Pech gehabt. Wasserkugel und Aloeblätter müssen hier noch rein. So, Leuchtfall mache ich da auch mal 10. Nee, 10 ist übertrieben. 30, 40, 50 Leuchtfalle. Guck mal, was da ist passiert. Jetzt kommt wieder mein Rumkugeln, weil ich zu schwer bin. Und meine, das geht schneller als normales Laufen. Ach, vielleicht ist das sogar so. Wer weiß das schon. Heilpfeile mache ich uns mal 10. Also dann haben wir 100. Kannst ja schon mal deine Pfeile nehmen. Ist hier ein bisschen voll langsam. Warte mal. Hä? Ach warte, hier war das, dass immer nur einer reingucken konnte, oder? Nö. Okay, weil der mich gerade rausgekickt hat. Passiert. Stumpfer Pfeil, Sprengpfeil. Nur die Eisenkopf können drin bleiben, ansonsten nimm alles ruhig raus. Heil, Leucht. Hast du einen Bogen da in deinem Inventar? Ja, alter Verwalter, warum... Oh, ich bin überlastet. Schieß mal mit dem Leuchtpfeil auf mich. Ich möchte wissen, was passiert. Es werde Licht. Ich bin eine strahlende Persönlichkeit. Oh nee, musstest du das machen? Oh, und hier ist die Tür auch zu. Scheiße. Warte mal, ja, wenn ich ihm jetzt sage, also, Wache halten und ich stelle ihn dahin und dann sage ich folgen und dann gehe ich raus. Wir haben, ja, kann ich raus, bitte, danke, bitte, Leute. Jetzt kommt die da auch noch rein. Lasst mich raus, ihr Schaulustigen. Ich hab muss euch ich nicht dich so erst erzogen. Retten? Nein, ich bin draußen. Na gut, wollte ich gerade teleportieren. Schieß mal auf den, sagen wir mal, auf diesen großen Stein da. Ich mach's mal dunkel. Ich möchte jetzt wissen, was diese Leuchtpfeile bewirken. Warum ist denn jetzt auf einmal diese Kampfmusik? Wegen uns oder was? Ich schätze. Also ich bin aber im Clan drin, ne? Ja, ich lebe noch. Ne, 16, warte mal. 2 Uhr nachts ist doch bestimmt dunkel. Ah, das sieht doch recht dunkel aus. Hä? Bei mir ist es gerade... Achso. Oh! Das macht also ein Leuchtpfeil. Interessant, interessant. Schieß mal einen Heilpfeil auf den Boden. Warte. Jetzt leuchtet sie überall. Das sieht doof aus. Du brauchst nicht durchziehen, da reicht einfach ein Klick. Das ist jetzt eine heilende Aura. Also die ist eigentlich ganz praktisch, aber ich glaube... Die gilt auch für Gegner. Verdammt, schieß mal nur auf mich. Linksklick. Nur auf dich? Ja. Warte mal. Ich töte mich mal. Fast. Bis auf ein Leben. Augenblick. Moment, Moment, Moment. Lass mich ein bisschen regenerieren. Okay. Schieß mal einen auf mich. Alter! Doch nicht in den Hals! Ich hab doch nicht gezielt. Alter. Na egal, auf jeden Fall. Der regeneriert tatsächlich. Und natürlich haut der vorher auch ordentlich Leben runter. Nee, tatsächlich macht der null Schaden. Okay, aber dein Balken, der ging von 100 auf nicht ganz so gut. Zumindest der mir angezeigt wurde. Naja, ich glaube, die bessere Methode auf Dauer ist es, wenn wir einfach zwischen uns auf den Boden ballern und dann mit einem anderen. Vielleicht machst du dir einen Bogen mit Heilfeind fertig, ziehst ihn irgendwie auf 6 oder so. Und das kann ja ein schlechter Bogen sein.
Und ein anderer Bogen, den kannst du ja immer switchen, wie du Bock hast. Und dann so im Notfall 6, boom, auf den Boden und dann weiter. Okay. Ja, dass du so eine Art Heilmittel-Notfall hast. Ich muss mir jetzt aber erstmal überlegen, was ich jetzt noch mitnehmen möchte, weil die ganzen Pfeile ordentlich wiegen. Ja, 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 ja. Oh, apropos. Dann verabschiede dich mal. Und jetzt schon? Ja. Okay. Deine Folge geht ja erst 5 Minuten. Nein, die geht jetzt auch schon ein bisschen länger. Okay, dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder alle zusammentreffen und schauen, wen wir denn so erlegen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Eure Vorschläge, was wir in den nächsten Monaten machen sollen, bitte ab in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, irgendwas zu sehen. Ich kann euch auch nochmal zeigen, wo wir schon überall waren, wo wir noch nicht waren. Also ich gedenke, hier noch ein bisschen aufzuräumen. Hier sind nur so 3-4 Sachen, die ich erkunden möchte. Und hier ist der Dungeon der Hexenkönigin. Den denke ich auch noch zu raiden und die alte platt zu machen. Ich möchte das Kroko noch platt machen. Und ich habe mir gedacht, wir gehen einfach auf die Galerie, die wir letztens gesehen haben. Da können wir von hier drauf springen und dann da runter gehen. Also man geht hier über den Rand, geht über so ein Podest und dann springt man auf die Galerie. Da muss man nicht erst hier durch die ganze Arena laufen. Und dann denke ich, machen wir den Drachen einfach von oben platt. So die Theorie. Ob es klappt, weiß ich nicht. Die Schwefelfelder möchte ich noch raiden und hier möchte ich auf jeden Fall mal mehr Zeit verbringen, weil hier ist echt interessant, da war ich noch nie so richtig. Ja, und dann, wir haben es ja letztes Jahr im Mai schon angekündigt, dann machen wir uns gen Norden auf, würde ich sagen. Ne? Wir haben ja schon eine kleine Basis hier oben, da ist nicht nur der mögliche Obelisk, da ist der Obelisk. Und da ist auch unsere Basis. Und das ist halt das Endziel hier. Und dann raiden wir auch die schwarze Festung und alles andere, wobei Black Keep ist irgendwo anders. Black Keep, die schwarze, das ist glaube ich die schwarze Festung, oder? Nee, das ist die Ruine von Xulan. Warte, die schwarze Festung war, lass mich nicht lügen. Ich lüge gleich, wetten, aus Versehen. Ich glaube, hier ist die schwarze Festung. Aber ich kann gerade total falsch liegen. Vielleicht ist die auch irgendwo im Berg, ich weiß es nicht. Leute, wir werden es sehen. Und das und vieles mehr verpasst ihr nicht, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, joint im Discord, lasst ein Like da und Valladolid. Euer Wolf.